every second, minute, hour, bigger, better, stronger, power. Angekündigte Roomtour von mir, und wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich dieses Video eigentlich nie drehen wollte, weil ich das bei anderen einfach überhaupt nicht gerne gucke, und ich weiß auch gar nicht warum. Ich weiß, dass die total beliebt sind hier auf YouTube, aber ich finde das irgendwie nicht so spannend. Ich glaube, das ist das mit angefragteste Video, was ich je drehen sollte, deswegen dachte ich, mache ich das jetzt mal. Und ich habe mir gleichzeitig was überlegt, was ich eigentlich auch ganz cool finde, und zwar dachte ich, ich zeige euch jetzt einmal mein Zimmer. Weil ich bin nicht ganz so zufrieden. Also es ist jetzt hier keine Baustelle, die euch gleich erwartet. Aber ich bin irgendwie nicht so zufrieden. Ich finde, man könnte vieles ändern und umstellen und einfach anders dekorieren. Und deswegen dachte ich, dass ich euch vorher einmal das Ganze zeige. Dann will ich euch auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich das Ganze umgestalte im Laufe des Jahres. Und dann dachte ich, zeige euch am Ende nochmal so die fertige Version. Ja, dann würde ich mal sagen, willkommen im Zimmer. Und zwar ist das der erste Blick, wenn man reinkommt, was man sieht. Und hinter meiner Tür hängen als erstes erstmal so Taschen, die ich so im Alltag öfter mal trage. Ich bin nämlich einfach zu faul, die dann irgendwo zu verstauen, weil, ganz ehrlich, dann benutzt man sie eh nicht mehr. Und das ist so meine Schrankwand. Eigentlich, ja, relativ normal. Die ganzen Möbel findet ihr nochmal unten in der Infobox aufgelistet, wo die her sind. Und das als erstes rechts ist mein Kleiderschrank, mein erster. Und da sind so meine ganzen Sachen drin, die man falten kann. Und sagt mir mal bitte, ob euer Kleiderschrank ordentlich ist und ob ihr das ordentlich findet. Also meins ist eher so ein mittleres Chaos, würde ich sagen. Dann seht ihr hier bei meinem Fernseher zwei so Regale. Da stehen einmal so ein paar Bücher drauf und ein paar Fotos und so anderer Krimskrams. Die Fotos sind teilweise auf Hawaii entstanden oder auch in Los Angeles. Und das sind einfach ganz tolle Erinnerungen, die ich immer da haben möchte. Und da oben steht auch noch so ein bisschen Krimskrams, zum Beispiel Schmuck. Und dann so ein Buddha und so drei Elefanten. Und diese Elefanten haben für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil meine Eltern beide unabhängig voneinander diese drei Elefanten gekauft haben. Ich glaube in Thailand, und das bevor sie sich kennengelernt haben. Und das ist, finde ich, so ein ganz besonderes Symbol und irgendwie so ein, ja, Wink des Schicksals, dass sie zueinander passen, finde ich. Dann kommen wir zu der Schublade unter meinem Fernseher, und da sind einmal Taschen drin und dann so zum Beispiel Spiele oder auch Stifte. Einfach Sachen, die ich nicht so oft brauche. Und dann rechts davon seht ihr meinen großen Kleiderschrank. Und da sind so die ganzen Sachen drin, die ich immer aufhänge. Zum Beispiel unten sind auch meine ganzen Schuhe, so High Heels zum Beispiel drin. Dann oben seht ihr noch ein paar so Gesellschaftsspiele, die ich eigentlich auch nie benutze. Aber ja, hat man halt irgendwie noch. Die will ich eigentlich auch nicht so gerne weggeben. Und in den zwei Schubladen da unten sind übrigens Socken und Unterwäsche. Und dann kommen wir auch schon direkt zur nächsten großen Seite meines Zimmers. Und da ist einmal meine Schminkecke. Und die kennt ihr eigentlich schon aus meiner Schminksammlung. Das Video verlinke ich euch gerne nochmal unten in der Infobox. Könnt ihr euch das gerne nochmal angucken. Da seht ihr zum Beispiel einmal meine Pinnwand mit dem ganzen Schmuck, den ich habe. Das meiste habe ich jetzt hier in Düsseldorf, aber ja, der Rest ist halt jetzt gerade noch da. Und dann ist da meine ganze Schminke. Und falls ihr, wie gesagt, sehen wollt, was ich so habe, dann schaut auf jeden Fall bei dem Video vorbei. Und da unten sind zum Beispiel noch so ein paar Bodylotions, mein Glätteisen und solche Sachen. Und ja, wie gesagt, wo die ganzen Möbel her sind, findet ihr auf jeden Fall unten in der Infobox. Links von meinem Schminktisch habe ich so einen Korb- oder Bastteil, mit dem ich eigentlich relativ wenig anfangen kann. Ich weiß nicht, soll man darauf sitzen oder liegen oder einfach nur was hinlegen? Ich weiß es nicht so genau. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr damit machen würdet. Und ansonsten seht ihr jetzt hier meine Schreibtischecke, in der ich mit am meisten Zeit wahrscheinlich verbringe, weil ich meistens da meine Videos schneide. Und da oben rechts hängt zum Beispiel so ein Kalender von DM, von Saubär. Da wollte ich einfach nochmal einen Überblick über das neue Jahr bekommen und meine Termine ein bisschen planen. Daneben hängt zum Beispiel meine selbstgemachte Pinnwand mit meinen ganzen To-Do-Listen. Die habe ich mal in einem Video gemacht, kann ich euch gerne mal unten verlinken. Und ansonsten, ja, es ist einfach ein Schreibtisch mit einer Ablage und Stiften und solchen Sachen. Nach Spardose von Diddl. Wer hat Diddl auch so geliebt wie ich? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, ich kann die irgendwie nicht weggeben. Und ja, da liegen einfach so ein paar relativ wichtige Sachen. Und unter meinem Schreibtisch habe ich einen Mülleimer. Wow, was für eine Überraschung. Ja, sehr hilfreich. Und dann ist da zum Beispiel noch meine Kameratasche und so eine kleine Ablage und ein kleiner Rolltisch, den ich wahrscheinlich auch bald weggeben werde, weil er relativ unnötig ist. Und dann wissen wahrscheinlich viele von euch nicht, dass ich einen Balkon habe. Aber ja, der ist eigentlich echt ganz cool im Sommer. Kann man da ein bisschen draußen sitzen. Ich habe da zum Beispiel auch so ein paar Möbel stehen.
Und das ist jetzt hier mein E-Piano. Ich habe früher mal Klavierunterricht gehabt, aber habe jetzt viel zu selten gespielt. Aber dachte, ich spiele mal wieder was für euch und probiere es einfach mal wieder. Und das ist dabei rausgekommen. Spaß gemacht, dass es mir gezeigt hat, dass ich dringend mal wieder mehr Klavier spielen sollte. Ihr könnt mir mal schreiben, welchen Song ich mal lernen soll. Und hier seht ihr jetzt mein Bett, mein Happy Place. Das ist übrigens von Roller und die ganzen Kissen sind entweder von TK Maxx oder von Ikea oder selber genäht. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Und da liegt übrigens dieser typische Ikea-Teppich. Ja, das war jetzt auch schon mein Zimmer. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr das so findet. Also ich finde es jetzt nicht super hässlich. Aber ich finde, man könnte auf jeden Fall einiges verbessern. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, so welches Motto oder Thema ihr euch in meinem Zimmer gut vorstellen könntet. Also ich stelle mir eigentlich mal so möglichst clean plus orientalische Deko vor, weil ich mag diese Kombination irgendwie voll gerne. Und ich muss mal gucken, wie ich das am besten umsetze, gerade bei Do-It-Yourself und so. Und sagt mir auch gerne, ob ihr vielleicht noch eine Roomtour von meiner eigenen Wohnung in Düsseldorf sehen wollt. Weil dann würde ich das vielleicht am Ende nochmal machen, wenn ich jetzt ausziehe. Dann zeige ich mal, wie ich so die letzten 5 Monate da so gelebt habe. Und vielleicht ist es auch ganz interessant. Ich glaube, das ist fast noch spannender, Wohnungstouren als Roomtouren. Ja, also sagt mir das auf jeden Fall mal vielleicht durch einen Daumen nach oben oder schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns jetzt beim nächsten Mal wieder. Ciao!